Könnten wir uns nicht verabschieden? Unter irgendeinem Vorwand. Ich möchte nämlich gerne allein mit dir sein. Das wäre mir auch viel lieber. Aber heute geht es nicht. Ich kann meine Gäste doch jetzt nicht verlassen. Mein lieber Rodolphe, ich habe den Baron in deinem Namen zu einer Wettfahrt aufgefordert. Du sollst ihm beweisen, dass du die schnellsten Pferde von Paris hast. Der Baron hat nämlich behauptet, seine Pferde wären deinen überlegen. Das passt gut. Ich wollte gerade vorschlagen, wir setzen das Fest in Rodolphes Haus fort. So ließen sich beide Absichten aufs Schönste verbinden, meine Herren. Sie wetten um 500 Louis. Wer mit seiner Kutsche als Erster in der Villa de Sambreuil ist und wer die schnellsten Pferde hat, gewinnt. Einverstanden? Selbstverständlich. Oh, Rodolphe. Sag ja. Das wäre ein Spaß. Einverstanden. Wie es Euer Exzellenz gewünscht haben. Ich verstehe durchaus, welche guten Absichten Exzellenz bewegen. Trotzdem möchte ich vor den Folgen warnen. Die können wir beide nicht voraussehen. Hast du etwas in den Armenvierteln erfahren? Das war schlimmer als in der Hölle. Sprechen wir nicht mehr davon. Was für Gestalten das waren. Ich kann nur sagen, ich ziehe die sogenannte gute Gesellschaft doch vor. Etwas Wesentliches habe ich nicht erfahren. Interessant ist nur die Auskunft der Blumenfrau. Aha, und was hast du von ihr gehört? Das Mädchen ist von einer alten Frau verschleppt worden, die Eule genannt wird. Ah, dann hast du sicher herauszukriegen versucht, Jerome, wo sich die Alte jetzt befindet. Und was haben dir die Leute geantwortet? Sie haben gar nichts geantwortet. Sie haben mich angegrinst wie Affen. Na also. Dann bleibt mir nichts weiter übrig, als es selbst zu versuchen. Karl, bleib stehen! Hier kannst du nicht vorbei. Oh, oh. Ich muss die Säcke abliefern. Warte einen Augenblick, gleich ist der Weg frei. Männer, ihr faulen Kerle, beeilt euch! Vorwärts! Du, schlaf nicht ein! Hey! Los, ab! Hey, hey! Wie viel hast du denn heute beschäftigt? 25 statt 40. Bring die Kerle tüchtig in Trab. Dann können wir das Geld für die 15 versaufen. Hab keine Angst, die 25 schaffen es. Los, beeilt euch! Schlaf gut, mein Freund. Brauchst du ein Kissen? Hier werde ich die Ohren langziehen. Thank you.
Rudolf muss gleich kommen. Nur hier kann er sich mit Ihnen treffen, ohne Gefahr zu laufen, erkannt zu werden. Wie fast alle anderen wird auch er maskiert sein. Vielen Dank, ich schenke selbst ein. Hier ist die Summe, die ich Ihnen versprochen habe. Für den Preis, Monsieur, können Sie sich mit dem Baron de Lansignac alle Scherze erlauben, die Sie nur wollen. Auf das Wohl von Rudolf, der in wenigen Augenblicken bei Ihnen sein wird. Und auf Ihr Wohl. Sie sind wohl sehr einflussreich. Es war selbstverständlich, das zu tun. Denn diese Anklage ist absurd. Mein Sekretär hat das Entlassungsschreiben bereits gesehen. Es ist vom Minister unterschrieben worden.